Moin liebe Freunde, mein Name ist Steve, ein herzliches Willkommen zum neuen Pokémon Team Buildings Video. Heute geht's Spieltag Nummer 2 steht an. Ich freue mich riesig. Nein, ich freue mich wirklich. Also, ich freue mich richtig. Spieltag 2, ersten Spieltag komplett verkackt. Also wirklich so richtig so voll verkackt. Aber, sind wir mal ehrlich. Erstmal danke für das Feedback. Ja, ich habe schon viele Ligen mittlerweile gemacht und habe, ich glaube, nur Season 1 oder Season 2 Teambuildings-Video bei der MPBL gemacht. Und nur Season 1 oder 2 war das. Danach habe ich damit aufgehört, weil ich einfach nicht der Typ war mit so einem Teambuilding-Video. Ich konnte einfach schlecht erzählen, was ich vorhabe und wie meine Taktiken sind. Ich versuche es aber wirklich hier diese Season durchzuziehen. Das heißt, jeden Samstag Teambuilding. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt zur MPBL, lasst ein Abo da. Ansonsten, sonntags gucken wir zusammen im Stream live auf Twitch alle Spiele nochmal zusammen. Und erstmal würde ich sagen, starten wir. Also, ich hoffe, euch gefällt das noch, wie ich in diesem Format mache. Erstmal schauen wir uns Shubis fucking Team an. Dafür wechseln wir jetzt mal die Optik von mir auf sein Team. Let's get fucking do the shit. So, Shubis Team, ja. Das Team, was er hat, ist, muss ich sagen, relativ cool gemacht. Ich habe echt ein bisschen überlegen müssen, was ich so mitnehme. Ich habe auch relativ viel aufgeschrieben zu seinem Team. Zum Beispiel Smeppo ist ein Gear Dynamics Pokémon bei ihm, was eine 134 Innen hat, wenn er Full Innen Investment spielt. Oder Shifu, das Wasserkampf, was auch in seinem Tier 1 Pokémon ist, also das besitzt 163 Full Innen Investment, minus Innen Investment, wenn er halt nicht Innen Plus Wesen spielt, ist er nur bei 149. Somit kann Rabigator bei Full Innen Investment ihn um einen Punkt outspeeden, meine Damen und Herren. Resadero ist auch verdammt strong, hat aber auch eine 187 Full-Init-Investment. Das wird wahrscheinlich sowieso mit Entlastung dabei sein. Von daher ist das egal. Raichu ist dabei. Das ist auch extrem strong. Das hat 178 Init. Also kann mir auch sehr gefährlich werden. Britz-Igel ist so beziehungsweise sein Kapuriki, weil es ja noch keine Kapus gibt im Moment. Also auch da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Dickri ist das Pokémon, was mir auch ein bisschen gefährlich werden könnte. Es hat Erdbeben drauf, Steinhagel etc. Und es ist verdammt schnell. Ich kann mit keinem Pokémon gegen ihn mithalten. Mein Lieberlo wird um einen Punkt outspeed. Ich habe eine 188er Full Init Investment. Und er hat einfach fucking 198. Ich werde um einen Punkt outspeedet. Chanera ist ein Support-Pokémon, was dabei ist. Finde ich gar nicht schlecht. Smogmog ist dabei, auch relativ cool. Wakeo könnte auch mir sehr gefährlich werden. Ich komme aber gleich dazu nochmal, warum. Alola Kokowai, auch relativ cooles Mon. Alola Sandama und Pixie. So, also ich habe ein bisschen jetzt was zu den Innits erzählt. Das schnellste Mon, was er hat, ist hier an dieser Stelle Dicktree und Resadero. Ich muss erstmal jetzt gleich ein bisschen was zu meinem Team erzählen. Aber erstmal gucken wir uns das noch an. Er hat insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 physische Mons. Ja, aus diesem Grund kann ich vorweg schon mal ganz klar sagen, ich spiele definitiv Intimidate Rabigator, also Bedroher Rabigator, weil er 5 fucking Monster hat, die physisch angreifen werden. Es greift zwar Smetro speziell an, Raichu greift speziell an, aber ganz ehrlich, Pixie ist nicht so wirklich speziell, Chanera ist nicht speziell, Smogmog auch nicht und Britz Igel kann man so als Support sehen, also es geht so ein bisschen und Kokowai ist so langsam, dass es halt von jedem Icebeam gewonshottet werden kann bei einer Vierer-Schwäche. Und er hat halt Urshifu, Resadero, Dicktree, Fueko und Alola Sandama. Das sind 5 Mons, die eigentlich alle gut sind, aber sind halt alle physisch. Deswegen definitiv Bedroher. Wenn man sich so sein Team mal anguckt, hat er echt eigentlich ein relativ cooles Team, stylisches Team, aber er hat nichts gegen meinen Togekiss. Und ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze mal bei mir an. Also. So, willkommen zurück. Also, die Optik, die ihr jetzt hier seht, ist das Team, was ich gegen ihn benutzen werde. Also, wir gucken uns das an. Das, was ich hier spiele, ist einmal Jelly Chance Leftovers mit Water Absorb bzw. Wasserabsorber. Habe ich aus dem Grunde drauf, weil er ja Urshifu Wasser, also die fließende Form spielt. Ganz klar, damit ich damit reinswitchen kann, die Wasserattacken tanken kann. Deswegen habe ich auch Kraftabsorber drauf, also Straight Snap oder Snap. Das relativ gut ist, wirklich, weil damit droppt der automatisch einen Angriff minus und ich kann mich voll heilen. Icy Wind ist drauf. Kann ich genau sagen, warum ich das drauf gemacht habe. Erstens, ich habe Urshifu schnell. Zweitens, Raichu schnell. Drittens, Resadero ist schnell. Dicktree ist schnell. Er hat echt 4-5 Mons, die mich ohne Probleme outspeeden können und die mir auch gefährlich werden könnten. Deswegen habe ich hier
auch vom Init Investment das so gemacht, dass ich Full KP gespielt habe, ein bisschen speziell investiert habe, damit ich Raichu und halt auch andere Mons mit einem Scald und sowas relativ gut shotten kann. Und 100 Spezialverteidigung und spiele natürlich Spezialverteidigungspluswesen. So tanke ich nämlich von Raichu im Electric Train einen Hit. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Außer er spielt Modest, Live Orb dann nicht. Aber das habe ich nicht einmal bei ihm bis jetzt gesehen. Deswegen, ich komme auch gleich dazu, was ich mir so ein bisschen denke, was er spielen wird. Dann habe ich mir Crocodile mitgenommen, beziehungsweise Rabigator. Ich habe ja schon gerade erzählt, er hat 5 Mons, die physisch sind. Deswegen habe ich definitiv gesagt, ich spiele an dieser Stelle auf jeden Fall Bedroher. Ich spiele Focus-Sash drauf, weil, ich bin ganz ehrlich, Scarf lohnt sich nicht. Ich will mich nicht auf eine Attacke festsetzen. Joyce Band lohnt sich auch nicht, weil ich bin eh langsamer. Natürlich wäre das eigentlich relativ cool, wenn ich das durchkriege mit Bandit, aber es lohnt sich nicht. Da bin ich lieber auf den Sash gegangen, weil so kann ich nochmal einen Hit tanken, weil wenn Oshifu kommt oder Restadero mit einem Tombkick, so tanke ich den Hit, ja? Und kann danach halt automatisch nochmal einen Hit rausdonnern. Und was halt wichtig ist für mich. Mein Speed Investment ist so gelegt, kann ich ganz genau sagen, dass ich 150 Init spiele, weil, also 150 Init drauf habe, weil so kann ich zuhören, so kann ich ein Oshifu, also dieses Kampfwasser-Pokémon, was bei ihm aus dem Tier 1 ist, um einen Punkt outspeeden, wenn er nicht Init Investment Plus spielt. Das heißt, ich habe extra so investiert, wenn er nicht Init Investment Plus spielt, dass ich safe outspeede. Ich habe mir auch so ein bisschen sein Smeppo als Beispiel genommen, weil zweimal, also ich muss es sagen, wie es ist. Nur Smeppo ist mein Init-Tiebreak, den ich auf jeden Fall schneller sein muss. Die anderen Mons kann ich eh fast nicht outspeeden, das lohnt sich nicht. Deswegen habe ich mich hier auch an Oshifu nur gehalten, wenn ich weiß, dass er Ding spielt. Ich habe nicht Full Attack gespielt, weil das sich nicht sinnig ergibt. Und ich habe ein bisschen KP-Investment gemacht, weil ich so halt ein bisschen mehr was tanke, speziell und auch physisch. So tanke ich nämlich, wenn ich Bedroher mache bei Digtree und ich das richtig nachgekalkt habe, mache ich, wenn ich Bedroher auf Digtree und auf Restadero mache, tanke ich einen Düner Erdschuss von Digtree zu 40% oder so. Also 40% mache ich das dann, bekomme ich dann. Und dann kann ich ihn halt auch relativ gut wieder shippen. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich das halt so ein bisschen KP-Investment noch drauf packe. Ja, weil den Attack brauche ich nicht unbedingt. Weil Digtree ist sowieso eine Glaskanone. Dann habe ich mir einen Cinderace mitgenommen. Cinderace ist what fucking strong. Aber ich glaube nicht, dass es viel zum Einsatz kommen wird. Warum, erzähle ich euch gleich. Weil jetzt kommen gleich die drei Mons, die Hauptaugenmerk gegen sein Team sein werden. Cinderace habe ich mitgenommen, weil ich ein bisschen Angst habe vor Pixie. Weil ich habe nichts Effektives gegen Pixie. Auch wenn ich Erdbeben oder sowas alles im Set habe. Also Feldestärke. Ich habe nichts gegen Pixie. Deswegen habe ich jetzt Cinderace mitgenommen. Weil wenn er halt Fueco spielt, Pixie spielt, Smogmog oder halt auch Chanera, habe ich halt Cinderace, um immer noch mal ein bisschen zu shippen. Weil er hat Iron Head drauf. Es ist halt physisch sehr gut. Und ich muss Full Init Investment spielen, damit ich Restadero um einen Punkt outspeede. Das ist so dumm, ne? Aber ich habe extra so investiert, dass ich Restadero, wenn es nicht Entlastung triggert, um einen Punkt outspeedet. So, kommen wir als nächstes zu Mon, was alles von seinem Team rausnehmen kann. Sage ich jetzt ganz klar vorweg, ich weiß, das ist eine große Klappe. Ich habe eine große Klappe, aber hiermit predikte ich, Togekiss wird das Ding reißen, weil ein Weakness Policy Togekiss, dagegen hat er nichts. Dagegen hat er nichts. Hat er einfach nicht. Warum? Komme ich jetzt zu. Erstens, er hat Smeppo dabei. Das wird von Luftschnitt hart getroffen. Er hat Oshifu dabei. Das wird von Dazzling Beam getroffen und Luftschnitt. Resadero, Luftschnitt. Raichu, wenn ich vorher einen Donnerblitz abkriege, bin ich bei plus 2. Luftschnitt, weg damit. Britzige, weg damit. Digtree, weg damit. Chanera tankt die Hits, aber das ist nicht schlimm. Dann Smogmog, Luftschnitt, weg damit. Fueco, Dazzling Beam, weg damit. Kokowai, ja. Auch hier, Dazzling Beam, weg damit. Sandama, habe ich extra den Flammenwurf draufgepackt, weil sonst hätte ich Sandama nicht richtig shippen können. Obwohl Luftschnitt hätte auch ein bisschen was gemacht. Aber Flammenwurf war für mich hier wichtiger, weil ich sowieso schneller bin als das Ding. Weg damit. Und das einzige Mal, um das mir, wie gesagt, problematisch wäre, wäre Pixie. Also wie gesagt, große Klappe habe ich jetzt, aber das Ding wird rocken. Er hat nichts dagegen. Wenn ich das richtig gut playen kann und ich meine Weakness Policy kriege, besonders, ihr müsst euch vorstellen, wenn er jetzt mit Resadero drin ist, drückt ein Iron Head. Ich kriege den Damage, ja,
und bin automatisch dadurch dann, kann ich richtig rausrotzen. Weil ich halt die Weakness Policy aktiviert bekomme. Ist saugeil. Das macht richtig Bock. Und ich habe 180 Init Investment. Jetzt kann ich auch genau sagen, warum. Erstens, ich outspeede mit Togekiss kein Urshifu. Ich outspeede kein Resadero. Ich outspeede kein Diktri und keine Reinsturm. Deswegen war das einzige Mal, was für mich wichtig war zu outspeeden, Smetbo. Deswegen habe ich so investiert, dass ich um einen Punkt Smetbo outspeede. Und habe den Rest in KP gesteckt, weil dann tanke ich halt noch ein bisschen mehr. Und natürlich kommt Schwertschild speziell. Ich könnte auch Modde spielen und müsste dann halt viel von dem was wegnehmen. Das würde alles gut gar nicht gehen. Holy shit. Da habe ich mich vertan. Aber, wie gesagt, ich habe es jetzt extra so investiert, dass ich halt richtig Damage raushauen kann. Weakness Policy, super Luck. Also, wie gesagt, ich sag's vorweg, aber er hat nichts dagegen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Mal, was ihm super gefährlich wird: Gotrom. Gotrom wird ihm richtig gefährlich. Warum? Weil Gotrom Assault Vest richtig gefährlich ist. Hier muss noch Grasslight drauf, fällt mir gerade auf. Damit ich das nicht vergesse. Grasslight und Drain Punch wollte ich drauf haben. So. Ich spiele Assault Vest. Erstens, damit tanke ich einen Käfergebrumm. Ja, also beziehungsweise auch ein Dünner Krabbler Move da. Nächsten Hit, nächstes. Ich tanke auch von Kokowai ein paar Hits, wenn er was spielen sollte. Aber er wird physisch mich sowieso rausnehmen. Ich will aber den Fakeout haben. Ich will den Abschlag haben wegen Chansey, Grasslight wegen der Prio. Deswegen spiele ich auch kein Init-Investment, weil es sich nicht lohnt. Und spiele komplett speziell. Spiele physisch ein bisschen und komplett KP-Investment. Weil ich der Rabigator auch mit Bedroher spiele. Das heißt, ich tanke die Hits mit Rilla auf jeden Fall wieder besser. Und jetzt kommen wir zum nächsten Mal. Ach ja, ich habe übrigens Grasslight drauf. Ich spiele noch zusammen Drift Zeppelin. Mit dem Grisseed, also mit dem Verteidigungsboot, mit dem Grassamen. Deswegen sage ich ja, diese drei Monster werden so ausschlaggebend für das Team sein, weil er hat nichts gegen Togekiss, Rilla kann immer sein Grasset raushauen, damit kann ich sein Electro-Terrain zerstören, Drift Zeppelin bekommt Verteidigungsboost und ich spiele Rückenwind, damit ich safe schneller bin, wenn Entlastung triggert. Ich will einfach nicht, dass er Entlastung hat und dass er schneller als ich bleibt. Dann habe ich Hypnose im Set bei Drift Zeppelin, damit will ich nämlich auch, wenn Entlastung hier getriggert ist, kann ich auf jeden Fall irgendwas sleepen legen. Das war auch geil. Shadow Ball wegen Raichu, damit ich Damage tanken kann. Ich bin so Investment, dass ich auch hier wieder ein paar Hits tanke von ihm. Und die Psychokinese drauf als Move. Ich habe noch überlegt, ob ich Abgangsmund drauf mache. Aber ich hatte dann ein bisschen Angst, dass ich halt einfach nichts gegen Chansey habe. Und das war nicht so geil. Deswegen habe ich mir überlegt, ich spiele Psychokinese drauf. Weil wenn ich nur noch nachher mit Drift Zeppelin oder Drift Zeppelin gegen Chansey stehe, kann ich nichts machen. Deswegen, versteht ihr, weil ich Shadow Ball habe, Hypnose, Terran. Deswegen dachte ich, boah, dann muss ich, wenn schon, Psychokinese spielen, um wirklich was zu reißen. Nochmal zum Schluss. Oder halt so ein bisschen zu schotten, wenn es so dazu kommen sollte. Es soll nicht dazu kommen, aber wenn's. So, das ist mein Team gegen den lieben Shubi. Wenn ihr es morgen wissen wollt, ob wir gewinnen werden, ob ihr Plan aufgeht, schaltet ein. 16 Uhr. Live. Hier. Auf meinem Kanal. Teilt das Video. Ich bin raus für heute. Und ansonsten sehen wir uns morgen. Haut rein. Ciao, ciao. Krass, und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einfach mal ein Abo da. Links und rechts findest du noch eine Playlist, die dir vielleicht gefallen könnte. Würde mich riesig freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und wenn nicht, dann schreib doch einfach mal einen Kommentar. Würde mich da auch drüber freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Video.